your mark. Okay, ja. Das ist mein Text. Ja, wer hat denn das geschrieben? Ja. Klingt nicht verkehrt. Und was machen wir dazu? Bisschen Sonne, bisschen Palmen, Reise, Freibad. Okay, los geht's! I just want to move on, so I have got to be strong. I know I have to go on, that's why. Ja, ist doch gar nicht so schwer. Palmen, Sonne, Freibad, genau die richtigen Zutaten für Trainingsplan Nummer 14 hier bei DocSwim. Und diese Woche geht es um Speed, Geschwindigkeit für alle. Fazit dieser Trainingseinheit: Tempo ist für alle wichtig. Besonders auch bei den Mittel- und Langstreckenschwimmern in einer Phase der Leistungsstagnation kann das verstärkte Training der Schnelligkeit genau das richtige Mittel sein, um aus den ja vielleicht schon routinierten Trainingsabläufen und Tempoabläufen herauszukommen. Das ist in etwa so, wie wenn ein Marathonläufer jahrelang stagniert, dann wird er auch nicht versuchen, 50 Kilometer im Training zu laufen, also eine Überdistanz, sondern er wird eher versuchen, die Unterdistanz-Tempi zu verbessern, das heißt also die 5 oder 10 Kilometer Bestzeit zu steigern. Und genau das ist der richtige Ansatz. Also, viel Spaß dabei, konzentriert an die Schnelligkeitsaufgaben herangehen, die Pausen als wirkliche Pausen zur Erholung nutzen und dann funktioniert es auch. Viel Spaß dabei, denn es macht Spaß. Ins Programm. Nach dem Einschwimmen von 300 Metern starten wir mit 3x200 Metern. Die ersten 200 Meter Kraularmarbeit mit Pullboy, ganz locker, um reinzukommen. Auf die Technik achten, dabei im Grunde so ein bisschen einprogrammieren für das, was später kommt. Danach 200 Meter Beinarbeit, beliebige Lagenwechsel auch dabei. Und der dritte 200er, da gehen wir nochmal in die ganze Lage. 200 Meter, beliebige Lagenaufteilung, da kann auch mal Delfin-Variation dabei sein, also Delfin-einarmig oder andere Lagen. Also hier das Ganze nochmal als Einschwimmen zu verstehen, den Motor auf Betriebstemperatur zu bringen, denn dann wird's schnell. So, das erste ganz wichtige Kernstück dieser Trainingseinheit. 4x100 Meter. Und zwar 15 Meter schnell. Manche Seiteneinsteiger, die mögen sagen, 15 Meter, da bin ich ja gerade mal ein paar Sekunden unterwegs, wozu ist das gut? Aber genau darum geht es, nämlich um 15 Meter hohes Tempo, maximales Tempo zu erzeugen. Im Idealfall kann man das auch vom Startblock machen, dann hat man ein hohes Grundtempo sowieso schon durch den Absprung. Ganz wichtig, wer die Möglichkeit hat, die Zeiten zu nehmen, lasst euch stoppen, denn nichts ist besser als eine eigene Benchmark. Danach 85 Meter lockeres Schwimmen, hier heißt es Wellness-Schwimmen, nicht nur ein bisschen weniger schnell als vorher, sondern wirklich ganz entspannt. Danach eine lange Pause, die kann ruhig schon mal zusätzlich eine Minute betragen. Dann liegen wir bei 2, vielleicht auch 2,5 Minuten Pause. Das ist wichtig, um die energiereichen Phosphate zu regenerieren, die für die kurzfristige Leistungs zur Verfügungstellung notwendig sind. Ja, und dann 100
Meter locker hinten drauf nach diesen 4x100. Also auch hier wirklich mal sich neu konzentrieren, Arme ausschütteln, den Geist ein bisschen ausschütteln, denn danach legen wir nochmal ein richtig hohes Tempo vor. Jetzt analog zu den 4x100 Metern, die wir davor gemacht haben, nur jetzt 25 Meter Spurt, selbe Aufgabe, 75 Meter locker hinten drauf, sehr, sehr locker, dann nochmal 60 bis durchaus 90 Sekunden. Wer das Gefühl hat, der braucht 120 Sekunden, also 2 Minuten, macht ruhig 120 Sekunden Pause, denn hier soll wirklich jeder 25er mit vollem Engagement und voller Konzentration geschwommen werden. Danach wieder 100 Meter locker und dann gehen wir ins dritte, letzte Tempo-Set. So this is the end. Ja, und last not least gehört natürlich auch der schnelle 50er zur Entwicklung der Grundschnelligkeit dazu. Deswegen machen wir das doch gleich. 4x200 Meter, 50 Meter voll. Auch hier, wer kann, vom Startblock im Idealfall mit Zeitmessung, damit man auch ein sofortiges Feedback erhält über das, was man da so im Wasser macht. Plus 150 Meter sehr lockeres Wellness-Schwimmen zum Ausruhen. Auch zwischen den 200ern dann eine längere Pause, sodass wir das Ganze auf 4x200 Meter schwimmen. Und dann haben wir uns wirklich ausgiebig um das Thema der Grundschnelligkeit gekümmert. Und man wird auch gerade beim letzten Set durchaus merken, dass die Abläufe schon ein bisschen besser funktionieren, dass die schnell koordinativen Bewegungen besser funktionieren. Und genau das ist es, was man auch ansteuern möchte. Denn einfach gesprochen, je besser ich mich auf einer kurzen Distanz bewegen kann, desto besser funktioniert das natürlich auch auf einer langen Distanz. Zum Abschluss ein langes Ausschwimmen, 300 Meter, kann natürlich auch etwas mehr sein. Und dann hat man es geschafft. 3 Kilometer mit dem ausschließlichen Schwerpunkt der Schnelligkeit. Diese Einheit kann man auch durchaus mal so alle 2-3 Wochen einspielen. Auch wie gesagt für die Langstreckenschwimmer im Winter ohnehin eine gute Möglichkeit, um die Grundschnelligkeit zu erhöhen. Deswegen bei aller Konzentration oftmals, gerade für die Mittel- und Langstreckenschwimmer, auf die Grundlagenausdauer nicht die Grundschnelligkeit vergessen. Ansonsten kommt man ganz schnell in den Bereich der Stagnation und das wäre das Schlimmste, was es gibt. Also ran an die Geschwindigkeit, viel Spaß dabei. Und zum Abschluss, wer nichts verpassen will, der abonniert unseren YouTube-Kanal. Wer sich jetzt gerade auf YouTube befindet, der drückt einfach den Knopf hier unten, kostenlos. Man wird informiert, wenn ein neues Video erscheint. Oder aber wer auf der DocSwim-Seite sich befindet, der guckt mal da drüben. Da gibt es nämlich den Newsletter-Eintrag. Auch hier keine Werbemails, sondern einfach nur Benachrichtigungen, wenn neue Artikel erscheinen. Würde uns freuen. Danke fürs Feedback und bis zur nächsten Woche.